Das Ballastloswerden ist ja klar, wenn man weiterkommen möchte, muss man etwas loslassen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Braucht es Platz, sich von gewissen Dingen, alten Angewohnheiten vielleicht zu lösen, vielleicht auch seine Heimat zu verlassen, um etwas Neues zu suchen, sein Glück an einem anderen Ort zu suchen. Und das hat er ja im Film getan oder in seiner Geschichte getan. Die Sehnsucht, sich aus eigener Kraft in die Lüfte zu erheben und sich den Winden anzuvertrauen, beflügelt die Menschen seit Urzeiten. Ich habe es unseren gefiederten Freunden gleichgetan. Ich folgte meiner Spur am Himmel, um mein Leben auf Erden besser zu verstehen. Ein Lebemann, der gerne Neues wagte, oder ein sehr guter Verkäufer, der sich gerne im Zentrum sah, Angst hatte, nähere zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen oder tiefere zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, sondern war immer unterwegs, hat seine Beziehungen oder Brücken immer wieder abgebrochen, um weiterzuziehen. Eigentlich ein Suchender. Wir stiegen immer höher und hatten schon bald das ganze Alpenpanorama unter uns. Die Bäume, klein wie Fünfrattenstücke, die Alphütten, Streichholzschachteln. Ich erkenne die Dörfer, die Täler, die Berge, sie sind mir vertraut. Und doch sind sie anders, verklärt. Ja, die Creative Commons License, oder das ist auch eigentlich der Ansatz, wie ich überhaupt auf das Projekt gekommen bin, Sachen frei zur Benutzung, auch zur Weiterverarbeitung, also vor allem digitale Dokumente im Internet. Daraus kann etwas Neues entstehen. Und jetzt zunehmend ist das auch so, dass Bundesarchive ihre Bestände immer mehr digitalisieren und das dann lizenzfrei veröffentlichen, sodass die breite Bevölkerung darauf Zugriff hat und daraus neue Sachen schaffen kann. Und da sehe ich ein sehr großes Potenzial, oder ich finde das ein sehr schöner Ansatz, dass man das gewisse Erkenntnisse oder Errungenschaften teilt, wovon dann andere Leute auch wieder profitieren und daraus wieder etwas Neues entstehen lassen können.